Ja, mein Thema war, ist ja auch ein bisschen spezieller. Wir beschäftigen uns ja relativ viel mit Kindern. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Studie unter anderem vorgestellt, wo wir versucht haben, bei ganz jungen Kindern, also Kindergartenkindern, tatsächlich in einem Experiment auch Placebo-Effekte nachzuweisen. Der Hintergrund ist, dass es eben Studien gibt, die zeigen, dass möglicherweise Kinder, kann man sich ja schon so ein bisschen überlegen, naja, die sind vielleicht so gestibler, die sind leichter lenkbar, die sind beeinflussbar, dass die möglicherweise besonders, ich sage jetzt mal, vulnerabel oder sensibel, je nachdem, wie man es interpretiert, für Placebo-Effekte sind. Und deswegen war das unsere Idee, erstmal das experimentell zu untersuchen oder überhaupt eine Methode hinzubekommen. Das ist ja gar nicht so einfach mit so ganz kleinen Kindern. Wir hatten ja bis zu 3,5-Jährigen da drin. Und das ist schon eine Herausforderung, weil man muss ja dann auch sicherstellen, dass sie die Instruktionen verstehen. Dann muss die Apparatur natürlich gewisse Sicherheitsstandards haben. Wenn das Kind die Instruktionen vergisst zum Beispiel und nicht reagiert, dass da nichts passiert. Also weil wir ja experimentelle Schmerzreize auch applizieren haben. Ja, das haben wir unter anderem vorgestellt, oder wir machen ja auch etwas mit Stimmungsinduktion, also wo wir einfach schauen, wenn man Teilnehmern zum Beispiel vermittelt, dass sie das, was man als Open-Label-Placebo bezeichnet, das heißt, man sagt, man gibt etwas, was eigentlich keine pharmakologische Substanz beinhaltet, aber man erklärt, warum das eben trotzdem wirken kann, vor dem Hintergrund, dass wir alle schon Behandlungserfahrungen gemacht haben und eben da Lernprozesse auch stattgefunden haben und wir bei jeder Behandlung eben auch, wir würden sagen, als Psychologen implizit, also sprich, die sind uns gar nicht bewusst, Erwartungen und auch körperliche Reaktionen in diesen Situationen haben. Und da versucht man ja im Moment, das auch klinisch zunutze zu machen. Hat halt den Vorteil, dass man eigentlich keine, und nicht eigentlich, dass man keine Nebeneffekte hat, keine Nebenwirkungen, weil man ja faktisch nichts pharmakologisch Aktives verabreicht. Vielleicht noch ein Wort zu den Ergebnissen, wäre jetzt super spannend zu hören. Sind denn Kinder anfälliger für Placebo-Effekte? Also wir haben ja schon vorher mal eine Studie gemacht, also da sind wir nur runtergegangen bis zum Alter von 6. Und da sieht es schon so aus, dass die etwas besser einen Placebo-Effekt zeigen. Bei den ganz jungen Kindern, da sind wir noch dabei, die Daten zu sammeln, um die zu vergleichen mit den etwas älteren Kindern. Wir können da halt die Prozedur ein bisschen schwierig mit den Erwachsenen machen, weil im Sinne von, dass sie völlig vergleichbar ist. Aber bisher gehen wir eigentlich schon davon aus, dass wir das eigentlich recht robust auch zeigen können, wirklich auch für die Schmerztoleranz. Also nicht nur für so ein subjektives Rating, da sogar gar nicht, sondern eigentlich eher im Verhalten. Und das ist natürlich ein interessantes Ergebnis, weil man einfach auch weiß, okay, im Verhalten und im Erleben ändert sich wohl schon was, auch wenn die Kinder das jetzt nicht unbedingt so gut berichten können. Also wir fragen die natürlich auch zum Beispiel, ob sie hinterher die Zaubercreme wieder haben möchten. Und das ist schon sehr, da sind wir noch dabei, das auszuwerten. Also was man da so von den Kindern manchmal hört, ist so viel, ich weiß nicht. Oder die Ärztin war toll oder so etwas. Das sind halt die Alterseffekte. Aber sie waren trotzdem eigentlich alle ziemlich begeistert davon.